Hallo, liebe Freunde der Fotokunst. Mein Name ist Steff. Einige von euch kennen meine Stimme womöglich vom Graffiti-Podcast Grauwert 303. Heute interviewe ich allerdings keinen Writer, sondern einen Fotografen. Ich bin eingeladen worden, Kevin Schulzbus zu interviewen in einer Gastwirtschaft, die er sich ausgesucht hat. Und ich bin auch schon fast da. Er hat mir gerade geschrieben, er ist bereits da. Das heißt, wir gehen jetzt gemeinsam dorthin und begrüßen ihn erstmal. Jo, Kevin, grüße dich. Ja, ist klar. Alles gut? Was ist los, Alter? Ah, nicht viel. Geht schon los. Auf die Minute pünktlich, ja, geht immer ja, sofort los. Deutscher, Alter. Okay, nur wir gehen das mal rein, wa? Wir gehen erst mal rein, ja, genau. Beauty. Und das ist deine Stammschenke, ja? Naja, Semi, wenn ich mal in eine Kneipe gehe, dann hier, ja. Hi, hi. Hallo. Grüß euch. Willst du hier vorne reinsetzen? Nö, ein Stück weiter hinten, Büchse. Okay. Grüß euch, hi. Ja, ist zweiter Advent, muss man doch kommen. Ja. Haben wir euch angemeldet? Machen wir jetzt sofort. Machen wir. Hier ist auch total romantisch. Kevin, wie geht's dir heute? Gut, richtig, richtig gut für einen zweiten Advent auf jeden Fall. Du bist in Berlin kein Unbekannter. Würdest du dich vielleicht trotzdem einmal kurz vorstellen? Hi, ich bin Kevin Schulzbus aus Berlin, Original-Berliner. Ja, was soll man zu mir sagen? Fotograf, Kameramann, Cutter, Location Scout, Graffiti-AG-Lehrer, Sprüher, sowas in die Richtung. Menschen, die dich kennen, haben vielleicht schon eine Peilung, wo wir gerade sind oder können das zumindest erraten. Magst du es trotzdem einmal kurz sagen? Wir sitzen im Soldiner Eck. Man könnte sagen, es ist meine Stammkneipe. Ich verbinde noch ein bisschen mehr damit, weil mein Vater ist hier 500 Meter um die Ecke geboren worden, in der Koloniestraße. Deshalb fühlt man sich doch ein bisschen zu Hause hier auf jeden Fall. Das letzte Mal haben du und ich uns vor ungefähr einem Dreivierteljahr getroffen. Erinnerst du dich? Ja, an der Currybaude und da haben wir einen Spaziergang gemacht. Du hast mir ganz viel von deinen Projekten erzählt. Du hattest ganz viele Ideen und du hattest ganz viel im Petto und du musstest sehr, sehr viel arbeiten zu der Zeit. Was sei damals passiert? Lass mich kurz überlegen, vor einem Dreivierteljahr. Genau, wir hatten überlegt wegen dem Podcast, da hatte ich dich drauf angesprochen, ob du mir da helfen könntest oder Ideen hast, was man wie machen könnte. Das Ding ist, mit den Leuten, mit denen ich Podcast machen wollte, das hat, also es, theoretisch hätte es gut klappen können, aber ja, weiß ich nicht, ich hatte irgendwie keine Lust, da so viel Energie und Zeit reinzuwenden und deshalb ist es mit dem Buch, was ich in Planung hatte, ja, weiß ich nicht, das ist dann, hat sich irgendwie so ein bisschen, wie nennt man das, herauskristallisiert, müsste ich sagen. Ja, dass man jetzt endlich damit anfängt und entweder machst du es jetzt oder gar nicht. Du hast damals schon gesagt, du musst Terabytes an Fotos durchschauen. Und du hattest damals viel Zeit zum Podcast hören und so sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Was ist daraus geworden, aus den Terabytes an Fotos? Es sind 8 Terabyte Fotos und Videodateien, muss man dazu sagen. Aber ja, die habe ich innerhalb von, ich glaube, 3,5 Monaten durchgeguckt. Hatte dadurch auch eine Entzündung im Zeigefinger wegen dem Durchscrollen der Fotos. Und man muss sich halt immer vorstellen, so okay, ich habe halt Fotos so, aber das Ding ist, bei diesem Projekt, bei diesem Buchprojekt habe ich halt wirklich alle RAW-Dateien, alle Urdateien sozusagen durchgeguckt so, um nicht irgendwas zu vergessen. Und da war ich sehr gründlich gewesen. Ja, und deshalb hat das alles ein bisschen länger gedauert. Aber die Vorarbeit musste geleistet werden, das musste einfach gemacht werden, das war eine Fleißarbeit so, einfach abarbeiten sozusagen. Du sagst Vorarbeit, was kam danach? Ja, wo wir jetzt gerade sind, Videos schneiden, kleine Videos machen, Sachen aufnehmen, die Internetseite bauen, das Crowdfunding starten, Poster gestalten, Leute anfragen wegen Prints, wegen Zusammenarbeit, wegen Sponsoring und allem möglichen Kram. So. Also eigentlich, theoretischerweise könnte man den ganzen Tag am Rechner sitzen, mit irgendwelchen Leuten schreiben, so, aber man muss sich halt auch mal ein bisschen zurücknehmen und pausieren, runterkommen, Bierchen trinken, Wodka mit Sprite oder so. Du sprichst von dem Projekt. Wie genau heißt das Projekt? Was hast du in der Pipeline? Das Projekt heißt Mähen Berlin und das zeigt die letzten 20 Jahre von mir, was ich in Berlin erlebt habe. Es geht ausschließlich nur um Berlin, um alle Fotografien, alle Erlebnisse, die ich erlebt habe, sei es Straßenfotografie, Leutefotografie, Porträt, Trains, Graffiti, Action. Ja, ist auf jeden Fall einiges zusammengekommen, kann man sich vielleicht vorstellen. Und so, wie ich das mit meinen Layoutern Remind Different gemacht habe,
ist halt, das Projekt ist halt so riesig, dass wir halt einfach gesagt haben, das passt gar nicht in ein Buch, weil die ganze Gestaltung ist halt so aufgebaut, dass alles, naja, nach meiner Pfeifetanz würde ich jetzt sagen, kann man so sagen, so hört sich vielleicht ein bisschen eiermäßig an, aber das Ding ist halt, ich hatte so eine bestimmte Vorstellung gehabt von dem Buch und das haben die einfach perfekt umgesetzt. Ja? Und genau. Du sprichst von das Projekt und das Buch, aber de facto sind es im Endeffekt drei Bücher. A 156 Seiten. Genau, also das ist halt eine Trilogie, drei Bücher, A 156 Seiten und die ergeben dann sozusagen ein Buch. Man guckt sich, kann sich das halt angucken und erst dann, also man muss das so verstehen, wenn man diese drei Bücher gesehen hat, kann man so ein bisschen verstehen, was ich eigentlich alles gemacht habe in Berlin und was ich gesehen habe und wen ich getroffen habe und was ich gegessen habe. Ja. Ich habe schon eine grobe Vorstellung davon, was es mit der Zahl 156 auf sich haben könnte, aber vielleicht kannst du da... Ja, was hat... einen Tipp geben. Achso, ich dachte, es wäre irgendeine Postleitzahl oder so. Du hättest irgendeinen Zahlencode verbaut. Oder warum 3x156 Fotos? Nö, das... Gar nicht. Nee, hat damit nichts zu tun. Nee. Hätten auch 69 sein können. Alles könnte alles sein. Aber das Ding ist halt, wir haben halt die maximale Zahl an Seiten genommen, um dass das Buch noch einigermaßen, ja, die Layouter haben das halt so gesagt, dass das halt die perfekte Anzahl an Seiten halt ist, so weißt du, um das halt, dass es nicht zu dick ist und nicht zu dünn, so. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, dafür lasse ich das andere Leute machen, so. Klingt wie ein guter Kompromiss. Ja. Sag mal, wird dann dreimal ein Buch erscheinen oder erscheinen auf einmal drei Bücher? Nee, das erste kann man jetzt demnächst vorbestellen sozusagen. Gibt den ersten Eindruck sozusagen, aber es ist schon so gedacht, dass man dann alle drei Bücher halt am Ende haben sollte. Man kann auch eins nur haben, so, aber es erscheinen unterschiedliche Ausstattungen. Auch ein Schuber, wo man die Bücher dann reinstellen kann, so richtig als Special Limited Edition, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, mit extra Special Prints noch dazu, limitierten Sachen, Karten, Fotos, Grußkarten und ja, genau. Also es ist auf jeden Fall viel Fitzelarbeit, aber es macht halt Spaß und wenn du siehst, was... Also ich habe letztens so das erste Layout gesehen vom Buch, vom kompletten ersten Buch so und da habe ich überlegt, so was habe ich denn die ganze Zeit gemacht, Alter? Nur rumgerannt, Fotos gemacht, irgendwelches Zeug und es ist halt krasse Erinnerung so. Und ich denke halt auch, dass die Bücher so war auch die Idee gewesen, dass es eine Erinnerung ist für alle Leute so, die letzten 20 Jahre in Berlin halt Sachen gemacht haben so. Für wen ist denn das Buch? Ist es für alle, die in Berlin sind oder alle, die neugierig auf Berlin sind oder alle Zeitzeugen? Ist das für einen bestimmten Mikrokosmos? Nee, das ist für alle Menschen. Für alle Menschen, die Fotografie lieben und die Berlin lieben, die was mit Berlin zu tun haben oder Berlin hassen, was weiß ich. Es geht halt wirklich darum, das Abbild von Berlin darzustellen, wie ich das halt gesehen habe. So. Und da sind halt viele... Ja, weiß nicht, ich habe mich ja nicht an den schönsten Ecken in Berlin rumgetrieben. So. Und das sieht man halt schon, dass das so eine bestimmte Richtung geht. Aber es werden auch schöne Fotografien drin sein, auch was Schönes, weißt du? Das ist halt alles, komplett Berlin. Und das gibt's halt nicht. Gab's vorher noch nie, auch schon gar nicht in dem Ausmaß, so weißt du? Handyfotos, analoge Fotos, Screenshots, was weiß ich, alles Mögliche. Alles, was ich gemacht habe. Das heißt, man kann gar nicht einordnen, welche Stimmung dieses Projekt vermittelt, sondern ist die komplette Klaviatur von sehr schön und bunt bis hin zu düster, grau, neblig und schwarz? Ja, aber man muss es halt verstehen. Ich bin noch am Schreiben vom Vorwort, damit man das wirklich richtig versteht ist. Du siehst halt Berlin durch meine Augen sozusagen, wenn du dir das Buch anguckst. Und ich kann dir versichern, dass das passiert, wenn du dir das Buch anguckst, dass du halt da einsteigst sozusagen, weißt du, und halt auch voll viele Sachen nachvollziehen kannst, weißt du. Ja, das ist, weiß ich nicht, das war mir halt extrem wichtig gewesen, so, dass so, ja, dass das halt im Fokus steht, so große Fotos. Das Buch ist ja 30x30 cm und hat so eine bestimmte Fadenbindung, dass wenn du das aufklappst, dass halt kein Bogenschlag entsteht sozusagen. Und dass halt jedes Foto immer gerade groß aufklappt so. Und manche Fotos sind halt auch 30x60 dann groß. So, und das wirkt dann halt so und erschlägt dich. Oder macht auch manchmal, manche Fotos sind so ein Ruhepol, so, weißt du, von einer Panke oder was weiß ich, irgendwas Geiles so. Und ja.
Und dann geht es halt wieder richtig los mit Action, irgendwas, keine Ahnung. Immer wie ein Tagebuch halt. Du lächelst richtig, wenn du das erzählst. Ja, also weiß ich nicht. Ich kann mir halt immer nur vorstellen, so, ich würde halt gerne die Leute beobachten, die das Buch dann das erste Mal in der Hand halten und sich das angucken. Für mich ist es echt wichtig, dass man das versteht, was das halt ist. Es ist nicht eine Dokumentation oder sowas, sondern das ist halt mein Blick auf Berlin sozusagen. Und das ist das Wichtige daran. Und wenn man das verstanden hat, so, ich will nichts irgendwie darstellen oder sowas oder irgendwas schönreden oder jemanden in den Vordergrund stellen oder sowas, sondern es geht halt wirklich darum, dass man das halt versteht, wie ich Berlin sehe. So. Weißt du, ich war vorne an der Currybaude, hab gegessen und bin jetzt hierher gelaufen und das ist ja ein bestimmter Mut, den man so hat, so, weißt du, hab die Kamera umgeschnallt, mach mal noch ein Foto, dann sehe ich, kommt der Nebel, dann chill ich noch kurz, so, mach noch ein Foto. Weißt du, was ich meine? So, das ist halt immer. Für den Fall, dass Leute dir wirklich zeigen wollen, wie sie auf das Buch reagieren, zum Beispiel unter einem Hashtag oder so, oder mit YouTube-Reaction-Videos, gäbe es einen Hashtag, unter dem die das posten könnten? Hashtag ist MeenBerlin, M-E-E-N, und dann Berlin. Kevin Schulz-Bus, Berlin, Original. Aber MeenBerlin wird jetzt gerade gebrandet, sozusagen, wie man das sagt. Mir persönlich bist du bekannt aus dem Graffiti-Kontext. Und da kennt dich wahrscheinlich auch ja, ein relativ großer Teil der gesamten Szene. Wie viel Graffiti steckt denn in dem Projekt MeenBerlin? Ist schon ein großer Anteil auf jeden Fall. Das war mir auch sehr wichtig gewesen, weil ich ja aus dem Graffiti-Kosmos komme. Aber was auch wichtig zu sagen ist, dass das halt nur ein Bruchteil ist von dem, was ich gemacht habe. So, ich habe ja ganz viel Dokumentation gemacht, ich habe Menschen fotografiert und Graffiti war immer ein großer Teil gewesen, was ich halt nebenbei gemacht habe. Ne? Also das, was ich auf Instagram zeige, das habe ich nebenbei gemacht. Ich habe halt ganz viele andere Sachen auch noch gemacht. So, ich habe ja nicht 8 Terabyte Fotos von Graffitis, sondern halt noch 1000 Millionen andere Sachen. Und das zeige ich halt in diesem Umfang sozusagen. Ich habe an einer Stelle gelesen, dass du über einen der größten Fotoschätze ganz Berlins verfügst. Über so einen langen Zeitraum und so eine Masse an Fotos. Ist es so? Das behaupte ich ja. Soll einer kommen, der das Gegenteil behauptet? Das sage ich ja immer. Dann gibt es höchstens Fotos, Sven. Ja, aber das Ding ist halt, Fotos, Sven... hat einen ganz speziellen Fokus, ne? Hat einen ganz speziellen Fokus und das, was Sven macht, ist eine krasse, akribische Arbeit. Ja? Der arbeitet einfach Straßenzüge ab so und fotografiert halt einfach alles. Aber das Ding ist halt, er dokumentiert ja wirklich die Graffiti-Szene, ne? Und das mache ich ja nicht. So, ich mache ein Foto von einem Train, den ich sehe, den ich cool finde, so. Das mache ich. Ich fotografiere ja nicht den Train. Ich habe dich vorhin lächeln gesehen, als du von dem Projekt gesprochen hast. Wie du dich so daran zurückerinnerst, an die gesamte Zeit und die gesamten Fotos. Hast du persönlich deine Lieblingsbilder in dem Buch? Lieblingsbilder oder Lieblingsbild? Bilder. Es tauchen immer mal so verschiedene Sachen auf. Wenn ich so durch die Ordnerstrukturen und sowas durchwabere, dann fällt mir mal ein, so, oh, das war geil und so. So, es gibt ein paar spezielle Sachen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Lieblingsbild habe oder sowas. Ist schwierig, weil es echt ganz viele gibt so. Und wir haben ja einen großen Topf gehabt, wo ich alles reingeschmissen habe, was ich halt wichtig fand und dann daraus die Auswahl getroffen haben, was dann wirklich ins Buch reinkommt sozusagen. Und ja, weiß ich nicht, die sind, man ist jetzt, hört sich halt kacke an, so, aber die sind halt alle für mich wichtig, mehr oder weniger. Aber ja, höchstwahrscheinlich ist das irgendein unbedeutendes Foto, womit Leute nicht so viel mit anfangen könnten. So. Höchstwahrscheinlich schon. Und auch relativ altes vielleicht oder so. Welche Opfer musstest du denn bringen, um dieses Projekt überhaupt anzugehen? Opfer bringen. Erstmal, also das Ding ist, ich würde sagen, das ist der falsche Ausdruck dafür, dass ich ein Opfer bringen musste, sondern du musst dir vorstellen, ich mache es ja schon mein Leben lang, sozusagen 20 Jahre lang. Und das ist das, was ich immer gemacht habe. Und es ist ja kein Opfer bringen, sondern das ist das, was ich immer gemacht habe. Das heißt Teil der DNA mittlerweile. Das wurde mir, glaube ich, in die Wiege gelegt schon vorher, ja, irgendwie. Weiß ich nicht. Es hat sich ja rauskristallisiert im Podcast hier mit I Love Graffiti, sage ich ja, dass ich halt angefangen habe, durch das Malen, durch das legale Malen an Wänden überall in Berlin, dass ich halt rumgekommen bin und angefangen habe, dadurch Fotos zu machen so, und alles mit zu dokumentieren. Und damit habe ich halt gestartet. So, ne? Und das ist ja nach und nach immer mehr gewachsen. Und jetzt, klar, Berlin ist halt eine Stadt so und
muss halt gewürdigt werden sozusagen durch das Projekt. Und das war mir schon immer wichtig gewesen, damals auch schon, dass ich halt, ich habe mir damals schon irgendwie gesagt, als ich angefangen habe zu sprühen, da habe ich noch gar nicht richtig Fotos gemacht, dass ich halt irgendwas machen will, was Berlin relevant ist sozusagen, so weißt du. Und das ist auch der Fokus, dass wenn diese Bücher rauskommen, dass die halt relevant sind für Berlin sozusagen. Das heißt immer wieder, durch die Augen von Kevin Schulz-Bus. Was ist denn Berlin durch die Augen von Kevin Schulz-Bus? Ja, Main Berlin, diese Bücher, die rauskommen, das ist das. Das ist einfach, ja, es gibt nichts, was das besser darstellen könnte. So klar kannst du dir den Instagram durchgucken und sowas und auch diesen Schulz-Busy-Instagram oder sowas, aber das ist nicht die ganze Facette, so weißt du. Das ist halt immer nur ein Bruchteil. Wenn du abwägen müsstest oder wenn du es auf einer Skala einordnen müsstest von aufwendiges Projekt bis Lebenswerk, wo würde man in Berlin stattfinden? Wie meinst du das? Ja, wäre es eher so wie eine große aufwendige Arbeit oder hat es noch mehr Bedeutung für dein komplettes Leben? Es ist schon Lebenswerk, ja, auf jeden Fall. Und es ist mir extrem wichtig und alle, die daran mitarbeiten, die merken das halt auch, wie krass wichtig mir das ist so. Und man hätte, klar kann man auch sagen, so ja, 20 Jahre, aber also, dass man das halt auch theoretisch also später machen könnte oder sowas, aber jetzt ist halt genau der richtige Zeitpunkt dafür und man sagt ja auch... Warum ist das jetzt genau richtig? Ja, weil du halt mehr Zeit hattest, so durch Corona und sowas, du sitzt eh den ganzen Tag rum und so und man sucht sich ja dann Projekte so, ich bin ja kein Pimmel, der so rumeiert so und halt nichts macht, sondern ich mache halt immer irgendwas so. Und dann kann ich auch eine Sache richtig machen und dann mache ich diese Bücher halt richtig. Wenn du jetzt so auf der Zielgeraden zurückblickst auf das Projekt, wie war das so? Wie hat sich das angefühlt? War das kräftezehrend oder war das irgendwas, was ja auch Power gegeben hat? Also erstmal sind wir noch gar nicht auf der Zielgeraden. Das seid ihr nicht. Ich dachte, ihr seid jetzt hier ganz kurz vor knapp. Man könnte meinen, dass es kurz vor knapp ist, aber es ist noch ganz viel Arbeit. Ich versuche das immer wieder so wie eine Pyramide darzustellen in meinem Kopf. So, du steigst halt immer weiter höher, immer weiter höher, immer weiter höher und irgendwann bist du halt an der Spitze, so wo das halt dann rauskommt, das Buch. So. Oder sagen wir so, wenn der erste Dummy dann gedruckt wird so und man damit hausieren gehen kann, dann sage ich so, okay, dann bin ich auf der Zielgeraden. Weißt du, was ich meine? So, aber ich bin kurz davor. So. Ich bin noch so auf Halbzeit und jogge noch so ein bisschen. Oder renne. Das heißt, satte 60% oder sowas um den Turn. Nee, ich würde schon 80% sagen, so, weil wir echt krass viel vorgearbeitet haben. So. Also echt extrem viel. Die Layouter hängen in eine Seile und, also was heißt in eine Seile, positiv aber gesehen, so, die haben ja richtig Bock da drauf. So. Und ja, wie gesagt, halt alle haben halt richtig Bock, weil sie halt sehen, wie groß das alles ist und wie schön und für die alle ist es halt eine Erinnerung auch und sowas, weißt du? So. Ich habe denen Fotos gezeigt, so, da sind die fast vom Stuhl runtergefallen, so, weißt du? Wo die meinten so, oh, Alter, krass, so ein altes, geiles Foto und so. Ich so, ja, habe ich auch am Start, so. Und das wird alles, das wird halt alles gezeigt, so, weißt du? Ja, es kann man nicht vergleichen. Ich will das auch. Das Ding ist halt, mir war auch wichtig gewesen, dass, wenn wir das machen, dass es nichts Vergleichbares gibt, so, weil ich habe keine Lust, mit irgendwas verglichen zu werden. Und ich kann dir sagen, vielleicht gibt es Bücher, die ähnlich so sind, aber auf keinen Fall über Berlin und schon gar nicht in dem Umfang. Punkt. Punkt. Ich habe mitbekommen, dass ihr eine Crowdfunding-Kampagne gestartet habt. Wie genau funktioniert sowas? Das hat noch nicht gestartet, aber wenn der Podcast höchstwahrscheinlich online ist oder das Interview, dann ist es schon online. Man baut es. Wir haben das auf Start Next gebaut und... du musst halt extrem viel werben, du musst Poster zusammenbauen und also ich habe das alles gar nicht gemacht. Ich habe nur die ganzen Sachen dazu beigesteuert, aber du musst den Leuten das schmackhaft machen, dass sie Bock darauf haben. Und ich denke, dass, ja, dass wir da auf einem guten Weg sind, so, dass man Bock darauf hat. Was genau ist das Ziel der Crowdfunding-Kampagne? Was passiert da? Das erste Teil ist halt, dass halt das Crowdfunding für die Poster und Prints losgeht. Und das ganze Geld, was wir da einnehmen, geht halt schon in das Buchprojekt rein. Und dass wir damit halt schon das Buch drucken lassen können. Und nach dieser Phase von den Prints geht es halt los in die Promophase für das richtige Buch. Und dass die Leute das vorbestellen können. Und es fließt alles damit rein. Das ganze Geld, was wir bekommen, geht alles nur in den Druck rein. Ja, dass wir das alles realisieren können. Und das ist halt wie eine Art Absicherung. Man weiß ja nicht, was passiert so. Und ja.
Hat das dann auch wieder so ein bisschen was von der Pyramide? Dass man die erste Sache abschließen muss, das ist dann Poster und Postkarten. Das heißt, dieses Level muss gemastert werden, um dann in den Druck gehen zu können, und das muss gemastert werden. Genau, richtig. Step by step, nicht überschwänglich werden, so, sondern halt eine Sache nacheinander abarbeiten, gucken, wie läuft es mit der Werbung und so, wer macht mit, Sponsoring ausarbeiten und sowas. Da habe ich ein paar Leute, die eventuell mitmachen können. Das wird sich nächste Woche rausstellen. Ja. Kannst du irgendwelche Zahlen nennen? Sowie Daten als auch wirklich harte Zahlen? Was muss erreicht werden, um das alles umsetzen zu können? Oder ist das geheim? Nö, das kann ich sagen. So, kostet 35.000 Euro das Buch so in der Auflage. Also wir wollen ja 1.000 Stück drucken lassen. Und das ist echt schon super kalkuliert so. Und wenn man, wer Ahnung hat, so wie das Buch gemacht ist, mit dem ganzen Papier und extra Drucken und sowas, und dann ist schon echt, also ist jetzt nicht günstig so, klar, aber was dann 35.000 Euro, so weißt du, in dem Umfang, so weißt du, was ich meine, so, also auf Startnext gibt es Projekte, keine Ahnung, die wollen viel mehr Geld haben für ihre Projekte, aber ja, weiß nicht, ich finde immer, wenn man irgendwas macht, dann sollte man halt einen Mehrwert schaffen sozusagen, so weißt du, und dadurch, dass wir uns sowieso nur um das Buchprojekt kümmern, schaffen wir ja automatisch einen Mehrwert, so weißt du, wo man halt auch stolz sein kann, so auch, dass die Leute das dann halt zu Hause bei sich haben, so weißt du. Erinnerungsstück. Was ist der Zeitplan? Bis wann muss was erreicht sein? Naja, Anfang nächsten Jahres soll es auf jeden Fall rauskommen, das Buch. Anfang 2022? Ja. Genau, das Ding ist halt, jetzt ist halt gerade Papierknappheit. Wirklich? Ja, übelst. Und deshalb machen wir jetzt halt gerade schon das ganze Promo und sowas, damit man halt schon vorher alles bestellen kann, die ganzen Papiere bestellen kann, damit wir gleich direkt in den Druck gehen können, so, wenn wir das Geld halt haben. Und je früher, desto besser sozusagen. Aber nicht überschlagen. Wie viele Personen sind denn an dem Projekt beteiligt, an mir in Berlin? Jetzt zurzeit 4. Mit wem arbeitest du da zusammen und wer hat welche Rollen? Mit Remind Different, das sind meine Layouter. Die machen das schon seit 20 Jahren, sind im Layout-Business echt, also extrem gut so, und die wurden mir empfohlen. Und die sind halt auch Fans von meinen Sachen so und fanden es halt extrem cool, davon Teil sein zu dürfen. Und dann gibt es halt noch Danny Doom, der kümmert sich um das ganze Internetzeug mit den ganzen Internetseiten, hat die ganze, meine neue Internetseite gebaut, die Seite für Me in Berlin und die Crowdfunding-Sache und sowas, weil ich kann sowas nicht so, ich muss mich halt um meine Sachen kümmern. So, jeder hat halt seine Sparte, für die er zuständig ist, und die wird halt abgedeckt so. Gut. Wenn Leute dich erreichen wollen oder supporten wollen oder das Projekt sehen wollen, wo finden die dich und das Projekt? Sehr gut auf Instagram erreichbar auf jeden Fall, bei Kevin Schulz plus Original, immer mit Unterstrich dazwischen, und Me in Berlin, das ist alles verlinkt auf meiner Seite, genau. Ey Kevin, drück dir die Daumen. Ja, dankeschön. Wird.